Alter, was geht ab, Leute, Junge? Aus Chongs Wohnung, beziehungsweise seiner Küche. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Kochstream. Heute gesponsert von Kogo. Wir haben nicht nur Snacks diesmal gekauft, sondern auch Sachen, mit denen man kochen kann. Und natürlich, Livestream ist am Start. Kleiner Kochstream wie immer am Wochenende mit Tati, das ist sein Element. Da blüht er richtig auf. Bin wieder gespannt. Los geht's! Yeah! Wahnsinn, ein Box haben wir am Start, dank Loot Chest. Füße gehen raus. Einfach aufmachen. Alter, gönn dir, Mann. Okay. Tati, ja, Mann, hat mal reingegangen, ja. Zwei Filmen, er macht alleine auf. Ist immer noch ein bisschen Speck hier am Rücken, aber es geht schon. Was erwartest du denn von einer Woche, Mann? Hey, Junge, das ist unglaublich. Der Junge ist so. Der ist so. Ich verstehe das nicht. Alter, ich bin doch selber entfernt geworden. Oh mein Gott, ich sehe schon was Krasses, Alter. Oh, ich sehe was. Ein Legend of Zelda-Kalender, Mann. Alter. Für das neue Jahr. Hoffen wir es mal. Das wäre ernst geil. Oida. Ah, sogar September 20. Und dann geht's weiter. Okay, ist schon echt nice. Die kann man sich aufhängen. Yes, baby. Gönn dir. Geiler Scheiß, Alter. Benutzt du Kalender oder wie? Weiß ich da genau. Kalender immer wichtig, Mann. Ja, man muss ja auch überall informiert sein, oder? Aber echt, Mann. Aber echt? Ja, so eine ganze Frage. Oh mein Gott, Game of Thrones und da kommt eine richtig fette Tasse, oder? Oh yes! Oh mein Gott, eine richtig. Ich hab schon nochmal gesagt, Game of Thrones ist Platz 1 beste Serie. Perfekt für unsere Kochstreams. Winter is coming, Alter. Dieser Spruch ist so oft im Teil, auf Plakaten und so. Ja, weil der Winter kommt er jetzt, Alter. Ernst geiles Teil. Ein Finanzcrash ist das Todes, hier? Mann. Das ist, glaube ich, den. Okay, nur mal kurz mal aufmachen. Halt mal fest. Alter, der ist echt super. So, ich übernehme, Leute. Es gibt einen Schal. Check den Schal ab, Leute. Was ist da drauf? Wird hoffentlich was Cooles. Diese Alien Games, wo man nach oben schießt. Oh mein Gott. Kennt ihr das von Atari? Oh, okay, das war so das erste Spiel, war das, Mann. Ja, Mann. Sei ehrlich, wie es jeder durchgesuchtet hat. Sogar meine Eltern haben das gespielt. Onkel. So. Oh mein Gott, Energy Drink. Oh mein Gott, SpongeBob. SpongeBob Bubble Drink. Bubble Drink Ananas. Oh mein Gott. Hä? Müsste doch mehrfach geben, oder? Das ist doch zum Malen hier, ist das doch, oder? Und das T-Shirt. Das obligatorische, ja. Aber lass mal das mal noch. Ist da nicht irgendwas zum. Dass man so drauf macht, dann. Das ist, glaube ich, einfach nur der Untersetzer oder so. Nein, aber du kannst doch das da so ein Ding machen. Weißt schon, du malst es oder sprayst es oder Alter. Hast du so eine Schablone. Schablone, genau, richtig. So, und dann das obligatorische T-Shirt. Alter, John! Was geht? Alles gut? Alter, Pelzmantel oder was? Sag mal hallo. Das geht ab. Ich glaube, das ist Ding, Mann. Ich glaube, das ist Avengers, Alter. Ich glaube. Whatever takes. Ja, das A ist halt Avengers, also, Alter. Avengers angelehnt, aber ich weiß nicht, was das andere sein soll. Whatever takes. Was heißt das? Whatever takes. Nein. Nein, whatever it takes. Da ist noch ein It. Good Chest, vielen Dank. Grüße gehen los. Auch was es kostet. Link ist unter der Beschreibung, check die gerne ab. Vielen Dank. Jetzt geht's ab. So. Ich habe Leckerli, komm, du kriegst ja Leckerli. Nur für Chong ist. Chong, du darfst Kohlebox aufmachen. Kohlebox? Die letzte, oder? Oh mein Gott, was soll das heißen, die letzte? Die vermutlich letzte vielleicht. Ein Scheiß. Bestellt. Rabattcode, super saftig. Gönnt uns auch eine Box. Ja, gib mir gehofft, die ist einfach positiv. Digga, ich hab schon zweimal bestellt bei Kohle, Mann. Also. Und dritte Mal ist in coming, Alter. Oh yes. Antreiben, hol irgendwas raus jetzt mal und dann. Wow. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bio-Küche essen! Junge! Fusilli, Alter! Jetzt geht da mein Freund Fusilli raus!
What the fuck? Mit denen kochen wir heute. Soll ich die Fossilie? Jungs, Bio-Kichererbs, Bio-Kichererbs und Fossilie, Mann. Lass mal, den hast du da alles drin. Das ist ja. Hartweizengrieß. 100% Kichererbsenmehl. Kann Spuren von Soja und Ei enthalten. Das war's. 100% Mehl, Alter. Das Produkt kennen wir schon. Einfach, simpel. Das ist halt echt geil, wenn man ja, wenn man die Container Fotos hat, nicht. Also. Gib mir mein Handy für Fotos. Ja, das war schon. Vergessen. Next. Angst, was fallen? Oh mein Gott, eins, ja, Mann! Was ist das? Boah, das ist doch das eine! Oh mein Gott, Proteinbars. Ich hatte schon bestimmt über 20 verschiedene. Oh mein Gott. Bin ich mal gespannt. Da muss ich aber sagen, da sind Datteln drin. Ganz gut. Ganz gut. Datteln mit Erdnuss. Ja. Das war magisch geheim hier früher. FTLS, er ist immer gekocht. Ach so, ja, das stimmt. Und Erdnussbutter. Ja, da wollte ich abnehmen, aber also, hat nicht geklappt. Das ist halt so richtiger Energy-Ding. Meine Frau macht halt auch immer, die nimmt immer Datteln her, dann tun wir es in Thermomix rein, ja. Datteln, Nüsse und dann Schokolade und dann macht sie so okay. Kugeln und das sind so richtige Power-Kugeln. Oh mein Gott, die haben wir noch nie bekommen oder gegessen. Warum sollst du die bekommen? Wie wär's, wenn du mal ein paar mitnimmst? Warum sollte ich? Richtig geiles Scheiß. Okay. So, das nächste. Surprise. Oh mein Gott. Schon haut gleich wieder das Fett raus. Ah, ja. Ja, wow. Mann, das war mega eklig damals. Bio-Falafel-Mischung. Falafel-Mischung. Geil. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Vegan, ein Kilo. Sag mal ganz. Also ich gehe mal davon aus, dass man das mit Wasser mischen muss. Und dann können wir schön leckere Falafel machen. Oh yes, Falafel. Oh mein Gott, schon hat der Hunger der Mehrriegel bestellt, oder? Ja, Überraschung, also heute Thema ist Riegel. Ich habe einfach alle Riegel genommen. Alter, ich wusste nicht, dass ich Riegel habe. Das ist schon crazy. Deswegen. Die haben alles, Mann. Moritz. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Jetzt Moritz. Supermarkt von mir auch. Ne? Also da, vom Moritz. Gefühl her, weißt du, wie der sich anfühlt? Nee. Wie dieser, kennst du diesen Lime? Diesen Lime-Riegel? Ja, genau so, fass mal an. Der hat so diese Oberfläche. Ja, Mann, stimmt. Du weißt schon, echt genau. Ist da auch so Karamell drin. Weil der Essen ist immer krass, das. Das ist dann unsere Nachspeise heute, oder nicht? Oida, nice. So, was essen wir heute eigentlich? Nudeln. Nur Fossili. Ja, nur Fossili. Was willst du? Was nein, du? Ich mach da noch was dazu. Ich erwarte jetzt schon. Mit Ketchup, Mann. Mit Ketchup. Oh mein Gott, Mann. Da hat man letztens nicht diskutiert. Richtig Fenderspielplatz hier. Schön liegt mit weißem Schokolade überzug. Normal. Süßungsmittel. Geschmack Vanille Keksteig. Interessant. Aber auch Protein, lieber. So, schau mal, den nächsten. Auch wie so ein kleiner Riegel. Nut Butter Bar. Mit Tahin. Mit Tahin. Oh mein Gott, Tahin ist Tahin. Was ist Tahin? Tahin ist echt Ding. Ist Sesampaste. Sehr gut. Sesampaste. Schau, wie mich testen will. Oh mein Gott, wie mich testen will. Ganz ehrlich, Mann, du hast gar keine Ahnung, was ich alles drauf hab, Mann. Ohne Scheiß. Du hast gar keine Ahnung. Ich ärger dich nur gern. Es ist nicht. Ich sag nicht, das, was du in Bitcoin. Oh mein Gott. Ja? Kann ich locker kochen, Alter. Das glaube ich jetzt nicht. Das war jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Also das war nicht so hoch, das war. Das war ein bisschen zu hoch gegriffen. Das war jetzt geil. Das ist perfekt für deinen Barisch, weil da Datteln und Erdnuss drin ist. Ah, oh, das habe ich bestellt, Alter. Geiler Scheiß, Mann. Bio-Couscous. Ja, da wissen wir schon, was wir nächste Woche kochen, Alter. Diese Woche mit Fossili. Nächste Woche habe ich gesagt. Die Chinesen sitzen nur aus Lamm gemacht. Ja, nur Lamm. Tofu. Ja, aber viele Bio-Räuchertofu. Das ist der Tofu, Alter. Aber du hast das Ding hier bestellt, gell? Ja, wo du gesagt hast, Räuchertofu mit ja, ja. Ding. Aber ist der mit Mandel? Nee, das ist Ding. Da gibt es, also ich denke mal, dass der schon richtig gut ist. Boah, da riecht ganz gut. Echt? Doch, ja, Mandel, Sesam. Perfekt. Da riecht richtig geräuchert, richtig smoky. Boah, Alter, der ist richtig Barbecue-Smoky. Boah, ja, aber richtig smoky. Das da ist mit, also wenn ihr vegan oder vegetarisch essen wollt und ihr wollt einen Tofu essen, dann kauft euch nicht nur ein Räuchertofu, da gibt es auch nur Räuchertofu ohne gar nichts. Kauft den. Naturtofu heißt er dann. Naturbelastung oder Natur. Ja, aber halt geräuchert ist er schon. Der ist halt Ding. Aber der schmeckt nicht so lecker. Kauft am besten, ich habe jetzt zum Beispiel den hier, der gibt es auch beim Rewe überall, mit Mandel, Sesam. Ohne Witz, den könntest du so essen, ohne zu marinieren, kurz anbraten, kurz heiß machen. Ja. Der ist perfekt. Perfektes Teil. Oh, da könnte ich das mitnehmen. Das sind mehrere. Nein. Damit kochen wir. Wir kochen nächste Woche. Eine Packung hätte ich schon. Naja, geht nicht, Digga. Kostet. Bestell bei Koro. Super Saft für 5%. Was ist das mit dir? Oh mein Gott, schon. Nein, erst kochen wir damit. Erst kochen wir damit und dann kannst du einen mitnehmen, Alter. Wenn jetzt was übrig bleibt. Also was ist super saftig. Gib Rabattcode ein. Alter, richtig geil. Alles klar, ihr habt gehört, Leute. Also das ist die absolute, definitiv die beste
Nicht-Fleisch-Variante, die es gibt, oder? Korrekt. So. Yes. Oh, ganz gut, ganz gut. Oh mein Gott, das sind noch zwei Sachen. Echt jetzt? Oh mein Sachen. Gott, drei oh Sachen. Mein Gott. Ja, Riegel halt. Flapjack-Kakao, oder? Flapjack-Kakao. Ich liebe... Warte, das muss der... Dieses Bild, wenn ich dieses Bild sehe mit den Kakaobohnen in dieser Schale, ich weiß nicht, man kriegt direkt Lust irgendwie. Das sieht man, aber Bohnen sind da wirklich auch so drin. Wir verschwenden zu viel Zeit für wieder. Ein Bio-Chocolate-Chip-Cookie. Oh mein Gott, ein Cookie gleich. Boah, der ist auch geil, das ist richtig soft. Alles ist von denen geil, Mann. Ich bin echt gespannt, weil ich hatte schon einige geile Cookies und Riegel. Jetzt erstell den Cookie nicht, Mann. Ja, man muss sich nochmal testen, ob wie fest der ist. Das Finger hat schon jetzt schon rum, Alter. Lass uns mal gucken in Ruhe. Jungs, was ist los mit euch? Oh, und das ist der Gegenstück von Moritz, oder? Der Max. Max, natürlich. Der Max, oder? Darf ja nicht fehlen. Der Max. Sag mal kurz hier liegen. Alles klar. Ihr wisst Bescheid, Rabatt kurz super saftig. Gönnt euch, damit wir noch ein paar Boxen bekommen. Karamell. Und jetzt wird damit Karamell gekocht. So, jetzt ja, hat er schon ein bisschen drauf. Ein bisschen Action hier für die Kamera, für euch Jungs. Ja, wie gesagt. Wie schon mal. Weißt du, fängt schon an, um saftig zu wissen. Ist das so eingebildet von dir? Ja. Streamlack läuft auch. Kuss geht raus an alle im Stream. Es ist so eingebildet von dir, Barisch, oder? Dass du glaubst, ja, etwas zu können, was. Unser alter Kollege kann, anscheinend, ja? Der Alex. Spoofer Alex, ihr wisst Bescheid. Hast du dich gemeldet? Spoofer Alex, ja, Mann. Ja, Mann, wir treffen uns vielleicht nächste Woche. Vielleicht. Animiere ich auch mal dabei zu sein, Mann. Haben wir einen mehr bei uns, Alter? Ja. Ja, das Alex, er gehört dann auch ist die Gruppe, gell? Ja, natürlich. Dann ist die Gruppe ja fast wieder komplett. Wieder vereint! Okay, nochmal für die Zuschauer zu Hause. Bisschen was erklären. Vielleicht, damit die es auch nachkochen können. Was geht heute so? Also, wir machen heute, wir haben ein lecker Koro, was genau, hier. Ja. Und zwar sind es Kichererbsennudeln. Habe ich noch nie mitgekocht, noch nie probiert, noch nie gegessen. Auch eine neue Erfahrung für mich im Grunde. Ist sehr, sehr gut für Glutenallergiker zum Beispiel. Ja, dass man ja da umschweift. Die haben noch Allergien. Dann koche ich dazu, also einfach eine Soße. Ich mache ein Ratatouille-Gemüse. Ja. Aber das ist ein bisschen soßiger. Ja, Ratatouille-Gemüse basiert auf Tomatensoße, sage ich jetzt mal. Ist halt ein tomatisiertes mediterranes Gemüse, Aubergine. Was hast du jetzt mit denen gemacht? Die habe ich jetzt eigentlich nur geschnitten, angebraten, yeah, in Olivenöl und gesalzen. Okay. Und ich mache das jetzt alles separat und dann koche ich hier in dem Topf, mache ich die Tomatensoße und dann alles, was ich gebraten habe, tue ich dann später dann hier rein. Okay. Und dann, ja, und dann essen wir. Schauen wir mal. Martin Mühlheim. Das sind die riesen fette Altbiale. Ah ja. Jetzt weiß ich, habe ja vorhin erzählt, was wir die Woche vielleicht alles machen. Ja. Es gibt auch noch diese eine Döner von dem Rapper, der ist jetzt rausgekommen. Azad. Genau, Azad. Und. Ah, der ist zum Kaufen, also der ist zum. Ja, den können wir auch noch machen. Aber wo gibt's den? Überall, oder? Nein, Edeka im. Warte. So unterhalb. Isartal? Nee, so. Iserlohn, Iserlohntal. Ein Edeka in. Oh mein Gott. In München, in Gaumünchen. Das gehört ja nicht mal mehr oh zu München. Mein Gott. In oder? Isertal, also da hinten Grünwald oder was? Ja, so in die Richtung. Ja, ich weiß schon, wo das ist. Den machen wir die Woche auch, Leute. Gönnt's euch. Selbstgemachter Döner. Dann. Ja, aber da müssen wir auch irgendwo dann aber Unterschlupf haben, ne? Ja, hier. Deswegen sag ich ja. Die Woche haben wir mehr vor. Ja, Royal Donuts also kommen. Royal Donuts kommen die Woche. Oh mein Gott, ich freue mich da so unglaublich. Das haben wir vor. Drauf. Also AZ Döner selber machen. Royal Donuts. Also warte mal, das müssen wir einen kompletten Tag für alles hernehmen, oder? Nein, wir haben. Das sind verschiedene Themen, ich sag dir nur. Was dem Tag ist mega glücklich, er strahlt. Zwei Sterne Koch, check mal nochmal ab. Die Jungs wollen auch noch. Den machen wir. Ja, haben Mittel gedacht. Und ich habe noch ein spezielles Paket bekommen. Das können wir auch demnächst abchecken. Oh mein Gott, die Geheimnisvorder. Also, da brauchen wir auch Jungs Wohnung. Oh, weil, machen wir alle da einen Tag, Mann. Nein, kannst du ungefähr einen Tipp geben, was für eine Woche? Oder zwei. Wir brauchen Milch und Joghurt, damit wir nicht kotzen. Scharf! Es ist oh scharf! Oh mein Gott! Es ist scharf! Es geht genau in die richtige Richtung, Leute. Euer welches Chef hast du geholt? Schon reingekocht hier. Gut, dann ein bisschen Knoblauch noch. Euer Tati. Du hast gesagt, du hast Food Wars angefangen. Oh mein Gott. Findest du das?
Oh mein Gott. Ich habe jetzt 4-5 Folgen angeschaut. Ja. Mega geil, Mann. Mega geil. Wie ist das so als Koch? Inspiriert das das einen oder denkt man sich, boah, was ist das für ein Schmand? Das geht gar nicht oder so? Nee, das ist, man muss ehrlich sagen, es ist schon, man kann die Sachen schon auch vielleicht eventuell nachkochen. Okay. So ist es jetzt nicht. Ist zwar ein bisschen speziell, weil das ja japanisch ist und alles, ne? Aber man kann es schon nachkochen und das ist schon geil. Und irgendwann mal vielleicht überlege ich mir da auch was zu machen. Das ist schon echt nice. Geile Serie, wirklich. Ja. Kann ich jedem Koch nur empfehlen. Ja. Kichererbsen-Fusilli. So, Jungs. Sollen die mal testen hier? Hier zur Seite. Ich bin mal raus. Sollst da die Nudeln testen, oder? Ja, sind doch saftig. Ist so geil, gell? Ja. Also ohne Weizen, ohne gar nichts. Das ist ja einfach echt gut, Mann. Leicht kerniger. So lecker. Ist fester. Ja, das sind, weil die Nudeln so gekocht sind. Und nicht, weil... Es geht. Ich hab schon Hunger. Also ich tue immer ein bisschen was von dem Kochwasser, von dem Nudelkochwasser weg. Weil das kann man jetzt hernehmen, nochmal zum Durchschwenken der Nudeln. Weil jetzt das so auf dem Teller drauf, ja, ist langweilig. Ja, jetzt noch ein bisschen Schuss von dem noch rein, ein bisschen Butter rein, ein bisschen Olivenöl rein. Nochmal durchschwenken. Und dann ist geil. Ja. Oh, das ist eine kleine Schüssel. Das ist ein Hund. Was für ein Hund gewesen, oder? Das ist immer benutzt worden. Das ist immer benutzt worden, Mann. Jetzt, Alter, Tati, du bist so kritikunfähig heute. Ich glaub, genauso wie du, Alter, du checkst es gar nicht mal. Ja, du bist doch behindert, Alter. Reicht es? Ja, weißt du schon. Oi, der Sally 85. Guten Hunger, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Ricardo, ich liebe dich auch. Was, bin ich pingelig oder Tati? Warte. So, jetzt wird probiert. Freunde, ich hab euch gleich, oder? Aber wer hat Hunger? Da bin ich erst. Kannst du das? Ja, nicht so. Schon echt lecker, ne? Ja. Und Dr. Pepper Sherry macht auch echt geil. Freunde, ohne Witz, wir haben rote Linsennudeln, wir haben, was haben wir noch gesehen, so Hack mit Hanfmehl, Dinkel, Vollkorn, die haben alles und alles in Bioqualität. Mega, ja. Da kostet das Kilo echt viel, da muss man schon mal sagen. Ich glaube, das Kilo war bei 9 Euro, ja. Aber halt wirklich für die Proteinallergiker, ja, dass sie nicht mehr diesen Schmarrn essen müssen. Echt gut. Weil es gibt auch so glutenfreie Nudeln, habt ihr schon mal gegessen? Nee. Teilweise. Die liegen so schwer im Magen. Die sind echt. Wie ein Stück Stein, glaubst du mir? Irgendwas stimmt da nicht. Und die schmecken auch gar nicht, wirklich nicht. Ja. Doch, ich finde, die schmecken eigentlich schon. Sind ein bisschen anders, aber im Magen, wie die liegen, das ist so unglaublich. So Leute, das wird jetzt getestet hier. SpongeBob Drink aus der Loot Chest Box. Ja, wird schon weniger. Jungs, das wird schon. Jetzt muss man mal die Schmerzen weggehen. Für Tati. Wenn meine Schmerzen weggeht, dann schlau hier wieder ein bisschen laufen. So. Oh mein Gott. Schön. Was ist das? SpongeBob Drink. Ist das Ananas-Geschmack anscheinend. Ja, riecht wie Ananas. Ist nicht zu süß, ist echt gut. Nicht zu süß. Kennst du Schwepps Ananas? Kennst du das? Nein, gibt's sowas. Schwepps Ananas. Oh. Das gab's früher mal, das habe ich immer probiert. Oh, mir schmeckt. Fuck, in Deutschland hab ich noch nie. Das riecht genauso. Geil, weil es schmeckt. Die Ananas ist ja geil. Oh mein Gott, schauen wir, kannst du zweite Portion, oder? Ja, alles aus. Ja, gönn dir. Wir haben noch Nachspeise. Ja, aber lass uns mal Nachspeise essen. Saftig. Nicht schlecht. So! Ich hab den geschüttelt. Freunde von mir. Eins für dich. Egal, was es wird. Boah, wie die Fleisch so.
Schaut aus wie dieses Milky Way, ne? Nee, Lion. Sieht doch genauso aus wie Lion. Nein, Lion ist mit Ding, ist mit Keks drin. Das ist ja hier so. Was ist das? Nein, das ist ja diese. Ach, das meinst du, dieses. Ja, ja, das ist Milky Way mäßig. Ich dachte, du meinst jetzt diesen Karamellstreifen. Nein, das ist. Ja, das sowieso. Also, das ist Ding, aber das Weiße da. Hier, John, für dich. Bei mir ich darf leider nichts reden. Aber nicht gut, gell? Das da oben ist so ein Puffding, oder? Wie nennt man das? Der Puffreis. Der Puff der Reis. Saftig. Puff, ist, dass du das schon fast zu leicht aussehen lässt. Das heißt, du machst das mit so viel Schar und Grillen. Und Alter, diese Nudeln sind der unglaubliche Satzmacher. Eigentlich kommt man nicht hier bis zum Kinn, zumindest nicht bis zum dritten hier in meinem Fall. Mega. Ja, stabil, aber jetzt auch nicht so wow, aber lecker so. Lecker, ja. Sehr gut. So, weiter geht's. So, was haben wir jetzt da? Das ist dieses irgendwas Jack, Flapjack. Die sind besser, aber da ich deutsche Artisten unterstütze, ist das von mir. Okay, oder? Das kann ich nicht machen. Mit Kakao, oder? Mhm. Riecht nach Mantel. Nach Dattel. Ja, ich muss halt noch mehr arbeiten an mir selbst und das nächste Mal noch besser werden. Mhm. Ist zu süß? Viel Kakao? Ja, mit geiler Kakao. Ja? Ja. Auch guter Kakao? Aber ich wüsste nicht, ob ich da jetzt einen ganzen Riegel essen könnte von dem Mann. Das sehe ich nicht. Ich finde den besser zum Beispiel wie den Max-Riegel. Nein, ich fand, ja. Ne. Für mich, also Kakao ist halt... Also er fand es so gut, er hat Chong nichts mehr übrig gelassen. Oh mein Gott, was für dich? Also, sorry, alles sorry, ist geviertelt. Alles ist geviertelt. Ah ja, sorry, dafür setze ich die nächste Runde aus, okay? Ja, aber Chong wollte den probieren, Alter. Aber echt, Mann. Ja, voll geschwärmt auf Kakao und so. Echt, echt traurig sowas, Mann. Aber egal. So. Machen wir weiter. Moritz. So, jetzt kommt der Moritz. Alter. Ich hab schlecht geviertelt bei der. Okay, ich nehm den. Weil hab das echt schlecht geviertelt. So, wollt ihr was zu dem Maxi gesagt jetzt? Oder Moritz? Was war das? Ja, lecker. Moritz. Ich finde die lecker. Also, der ist halt drin. Also, was heißt das? Das hat Schokolade. Ich glaube, da ist noch Ding. Ist halt relativ süß. Aber sehr lecker. Die sind übrigens alles vegan, oder? Vegan, vegan. Alles mit dem Vegan-Logo hier. Richtig krass. War der Ding auch vegan, der Moritz? Ich glaube nicht. Nee, die sind nicht vegan. Nein, die können auch nicht vegan sein. Weil weiße Schokolade ist nicht vegan. Milk-Chocolate, nee. Ist nicht vegan. Weiße Schokolade und Vollmilchschokolade kann nicht vegan sein, weil da ist ja Vollmilch drin. So, das ist der Proteinbar Haselnuss. Oh mein Gott. Gibt's hier noch anders aus? Wenn er schon Haselnuss heißt? Warte ich? Ein Wagen, oder? Nein, kannst du messen. John kriegt schon seinen, oder? Ey, ich seh nicht alles auf. Eben. Was? Ja, nicht so mein Ding. Auch nicht so mein Ding. Da sind zwar Datteln drin und alles, ja. Ja, was ist das? Aber da ist für mich zu viel Schokolade drin. Zu wenig Datteln, zu viel Schokolade und zu staubig, weißt du? Kennst du das? Ja, staubig. So staubig, so. Auch nicht so süß. Ein paar Nüsse, also eine Haselnüsse, aber auch nicht so mein Ding. Ja, aber er ist lecker, oder? Nut Butter Tahin. Wahrscheinlich durfte er nur den Jack-Ding essen. Oder? Wahrscheinlich. Das Einzige, was er essen durfte, wurde weggegessen. Echt? Alter, sorry, John. Nut Butter Tahin. Nut Butter. Das ist so wie diese Obstriegel. Oh mein so Gott. Diese weiße Scheibe da gibt. Diese, ja, weiß, ja. Was ich mein. Mm.
White Chocolate. Es schmeckt halt so, als würdest du von irgendwas die Füllung essen. Mhm. Es halt, schmeckt nicht so, als wäre es an sich ein Riegel. Fruchtriegel. Ey. Das ist. Was war das? War ein Datelmann drin, glaube ich? Das war Nut Butter Tahin. Zutaten, Dattelpaste, jetzt schmecke ich so ein bisschen. Sesam, Tahin. Ganz zum Schluss merke ich so die Tahin. Ganz gut. Glutenfreie Haferflocken. Ja. Es ist für mich. Da fehlt was. Da fehlt was. Da fehlt für mich so dieses Knusprige noch einfach. Wenn da was Knuspriges dabei gewesen wäre, weißt du, da wäre es schon geil, aber da fehlt mir irgendwas. Das ist mir zu weit konsistent so mäßig. Ich denke mal, er erfüllt seinen Zweck in Sachen Protein. Das ist so Hippie-Essen. Das ist so typisch Hippie-Essen, dieser Riegel gerade. Sag mal noch den Bio-Cookie. Oh, ich bin nur ein kleines Stück. Ja, aber ich hab's. Irgendwas sagt mir, da kommt noch mehr. Ihr kommt noch mehr aus euch raus. Das ist mein Gefühl, deswegen gebe ich euch ein Jahr. Der ist für mich das Schlechteste, du bist. Der Schwächste? Der Schlechteste. Da ist Kokos drin, oder? Der, der Proteinriegel war doch schlecht, oder nicht? Okay. Schlecht. Obwohl du Kokos machst, oder? Der war gar nicht gut. Gar nicht. Aber der schmeckt es für mich nicht wie ein Cookie. Ja eben, das ist es ja. Weißt du, der schmeckt? Der schmeckt wieder wie der Kokosriegel. Ja. Dieser Kokosriegel, den wir von Koro hatten, der schmeckt genauso. Nee. Genauso. Oh, der Kokos ist geil, Mann. Ja, hier. Ich geh das mit ganz kleines bisschen probieren. Ist für mich kein Cookie, weil ein Cookie, der muss weiß sein. Der muss weich sein. Den kennst du, wenn du das von Ding kommst? Der muss einfach weich sein in der Mitte. Softbaked. Genau. Ja. Sehr gut, Vater. Hab ich da was gelernt? Ich mein's erst. Geschmacklich ist er nicht schlecht. Nee, die sind alle nicht schlecht. Also geschmacklich überhaupt nicht schlecht. Aber der Cookie ist für mich kein Cookie. Ist für mich ein Kokosriegel, oder? So ist es. Bagisch versucht, unseren Kollegen hier zu überzeugen, zu bekehren. Ja, mit Herz. Komm in die Sekte. Er ist unser TBT-Mitglied. Ein ganz Bitcoin, bitte. Ein ganz Bitcoin, bitte. Ey, wir machen das schon für ihn. Fazit zu Tatis Essen. Ich fand's lecker. Ich bin nicht irgendwie negativ überrascht. Ich fand's lecker. Wieder zu salzig. Wieder zu salzig. Aber es war diesmal kein Fleisch dabei. Ich fand's gut so. War nicht so mein Geschmack. Die Soße war super. Die Nudeln muss man sich halt dran gewöhnen. Ist halt, was war das? Kichererbsen, gell? Ja. Kichererbsen-Geschmack und so. Muss man sich halt dran gewöhnen. Aber war nicht schlecht. Was hat gesagt, Barisch? Wenn man abnehmen möchte, ist es echt gut, gell? Ja. Also eine gute Alternative. So normalen Winkel, normalen Nudeln. Ja. Das war's von uns, Leute. Gib gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Check die Videos ab. Benutze den Rabattcode SUPERSAFTIG für Kogo. Bestellung. Was? Hoffentlich kriegen wir noch mehr. Wir chillen jetzt noch ein bisschen, dann packen wir's heim. Ciao. Vergesst nicht, serious business.